Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Dieses ist eine neue Sendung aus dem Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Und heute möchten wir Sie umfassend über das hochinteressante Thema bipolare Störungen informieren. Ich begrüße an meiner Seite heute in dieser Sendung Dr. Rahul Sarkar, den Oberarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Danke, dass Sie da sind. Bitte schön. Herr Dr. Sarkar, vielleicht zu Anfang für alle, die es nicht ganz genau wissen, ist ja ein komplexes Thema. Was sind bipolare Störungen genau? Ja, bipolare Störung ist letztendlich eine psychiatrische Erkrankung, die zwei Facetten zeigt in der Psychopathologie, also in der Symptomausprägung. Das sind zum einen die in der Allgemeinheit sehr gut bekannten Depressionen oder depressive Phasen, depressive Episoden und dann eben auf der anderen Seite das Gegenteil letztendlich der Depressionen, nämlich sogenannte manische oder auch hypomanische Phasen, die sich gänzlich anders darstellen eben als die möglicherweise bekannten depressiven Phasen. Wirklich das Gegenteil eigentlich von einer Depression, oder? Ja, das kann man ganz genau so sagen. Mhm. Das ist wie verbreitet ist dieses Krankheitsbild? Wie viele Menschen haben das? Also das Thema ist letztendlich, was Prävalenz oder Inzidenz angeht, relativ neu beforscht, weil es sehr viel, sagen wir mal, diagnostische Unklarheiten doch in den letzten Jahren bezüglich dieser Krankheit gegeben hat. Mhm. Heute geht man davon aus, dass die Prävalenzzahlen, das heißt die Neuerkrankungsrate oder Krankheitshäufigkeit, so zwischen 1,5 und 5% in der allgemeinen Bevölkerung liegen. Mhm. Wer bekommt denn so etwas? Im Grunde genommen kann es jeder Mensch bekommen. Es gibt ein paar Risikofaktoren, die es gibt. Wir wissen das aus sozusagen Familienuntersuchungen, Zwillingsstudien, dass familiäre, also dass sozusagen Kinder von Eltern mit bipolaren Erkrankungen ein höheres Risiko haben, bipolare Störungen zu entwickeln. Wir wissen auch, dass genetische Dispositionen, ähnlich wie bei anderen psychiatrischen Erkrankungen, auch eine große Rolle spielen. Gibt es eigentlich verschiedene Arten von bipolaren Störungen oder nur verschiedene Ausprägungen, dass die Wellenbewegung vielleicht unterschiedlich groß ist? Ja, so muss man es wahrscheinlich bezeichnen. Also verschiedene Arten so spezifisch nicht, auch wenn man es nochmal einteilen kann. Grundsätzlich ist es sehr interindividuell verschieden. Jeder Mensch zeigt diese Krankheit anders, auch mit seinen Symptomen anders, sodass man eher so von so einer dimensionalen Betrachtung ausgeht und das bipolare Störung nennt. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben sehr schwere Verläufe geben kann mit sehr schweren Krankheitsphasen und auch sehr leichte Verläufe mit sehr leichten Krankheitsphasen. Das heißt also, man kann nicht einfach von dem Wort bipolare Störung das bagatellisieren, so nach dem Motto, es ist halt eine leichte Störung, das geht schon wieder weg, sondern man muss es wirklich ernst nehmen als Krankheit, die auch definitiv behandelt werden muss. In jedem Fall. Also es gibt viele Menschen, die mit der Erkrankung gut arbeiten und gut leben können. Es gibt aber auch viele Patienten, die unter Umständen durch eine schlechte Diagnostik, eine späte Diagnosestellung sehr früh auch in eine chronische Krankheitsphase übergehen und sehr wenig sozusagen am allgemeinen Alltag teilnehmen können, was Beruf, Familie, Soziales angeht. Wie verlaufen bipolare Störungen denn eigentlich? Am Anfang der Erkrankung steht immer eine affektive, das heißt die Stimmung betreffende Phase. Das kann eine manische, also eine überdrehte Phase sein, es kann aber, das ist eher sogar häufiger, eine depressive Phase sein. Diese Phasen vergehen, behandelt oder nicht behandelt, unterschiedlich lang brauchen diese, bis sie wieder so mal in die Normalität zurückkommen. Und das Charakteristikum der Erkrankung ist eben, dass diese Phasen wiederkommen. Es ist also eine rezidivierende Erkrankung ist und dass man, wenn man eine bipolare Störung hat, eine Depression erwarten kann, aber eben auch eine manische Phase erwarten kann. Das kann man nicht vorhersagen. Gibt es denn bestimmte Symptome, anhand derer man eben sagen kann, das ist eine bipolare Störung? Weil ansonsten kann ich mir vorstellen, ist es ja auch schwer, da irgendwie in irgendeiner Weise selber drauf zu kommen, weil dann hat man im Zweifel entweder Depression oder man ist überdreht. Wie kriegt man das symptomatisch hin, das dann auch dingfest zu machen? Ja, also dass man die Diagnose einer bipolaren affektiven Störung bekommt, beinhaltet immer das Vorhandensein einer manischen Phase. Wenn man nie eine manische Phase hatte, sondern nur mehrere depressive Phasen, dann hat man bis zum Zeitpunkt der ersten manischen Phase letztendlich eine wiederkehrende depressive Störung. Ja, das heißt, dass sozusagen der Kern ist die manische Phase. Und die merken Patienten unter Umständen selber nicht, aber das Umfeld des Patienten merkt das sehr wohl. Wie genau? Ja, auch hier, je nach Ausprägungsgrad der manischen Phase, gibt es leichte Ausprägungen und eben sehr schwere. Die sehr schweren, die springen sofort jedem
Laien auch ins Auge, aber auch die leichten Phasen sind gerade durch die Verwandtschaft, durch die Bekanntschaft gut zu spüren, weil sich der Mensch einfach in seiner Emotionalität, in seinem Verhalten und so weiter doch sehr deutlich verändert. Aber haben Sie da noch mal ein paar konkrete Beispiele? Also wir haben gesagt, überdreht, das ist so eine Hochphase. Ja, also klassischerweise ist es so, dass bei einer manischen Entwicklung oder hypomanischen Entwicklung die Patienten plötzlich ein Gefühl von Euphorie entwickeln, das Gefühl haben, Mensch, alles geht plötzlich total leicht von mir von der Hand, dass sie sich gut fühlen, dass die Stimmung gut ist, dass sie mehr reden als sonst, dass sie soziale Kontakte aufsuchen, die sie vielleicht seit langem brachliegen hatten. Und das kann sich dann steigern in so eine Überaktivität, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen, dass sie gar kein Bedürfnis mehr haben zu schlafen, dass sie es tatsächlich auch mit 1-2 Stunden pro Nacht auskommen, wach werden und dann aber weiterhin total voller Energie stecken und Tatendrang. Und das entwickelt sich häufig in der Eskalation, also wenn es immer schwerer wird, eben dahingehend, dass sie dann plötzlich auch komische Ideen entwickeln, also Größenideen entwickeln, plötzlich das Gefühl haben, was weiß ich, Mensch, ich habe ein super Projekt mir ausgedacht und das mache ich jetzt, das setze ich durch und da gebe ich richtig viel Geld, stecke ich da rein, verschulden sich unter Umständen, und verzetteln sich letztendlich in ihrer Größenidee. Und an letzter Stelle kann letztendlich auch so etwas entstehen wie ein psychotischer Wahn, dass sie sich wirklich wie, was weiß ich, von Gott berufen fühlen und also sehr schwere psychotische Symptome dann letztendlich auch aufweisen. Also man merkt auch als Angehöriger, als Freund, dass da irgendwas anders ist als sonst. Betrachten die Betroffenen das denn überhaupt als Problem? Weil man denkt ja erstmal, ist vielleicht was Positives, man fühlt sich toll, man hat plötzlich mehr Energie. Das ist ja auch tückisch bestimmt, oder? Das ist ja auch der schmale Grat bei dieser Erkrankung zwischen, sagen wir mal, dem kreativen oder dem, sagen wir mal, ja doch energetisch kreativen Teil der Erkrankung, die Hypomanie, also die leichte Manie, die doch sehr, ja, sehr kraftvoll sein kann, wo gar nicht so sehr das Bewusstsein für Krankheit da ist beim Patienten und auch gar nicht so erlebt wird. Wir kennen viele Beispiele aus der Literatur, aus der Kunst von Menschen mit bipolaren Störungen, die in diesen leichten hypomanen Phasen eben sehr viel geschaffen haben auch. Das hat man am Werk dann wahrscheinlich dementsprechend immer gesehen, ne? Ja. Mal mehr bunt, dann eher dunkel. Also wir wissen das zum Beispiel bei Robert Schumann oder bei Van Gogh, bei vielen sozusagen in der Kunst tätigen Menschen eben, dass die leichte Hypomane, die sehr energetische Form, sehr kreativ auch sein kann und nicht so sehr viel hat zu tun mit Krankheit. Aber leider neigt die Krankheit dann schon dazu, eben über das Maß hinaus sich zu entwickeln und dann in eine Krankheitsphase überzugehen. Und wenn dann die Realität sozusagen nicht mehr entsprechend wahrgenommen wird und sich nicht mehr entsprechend verhalten wird, dann tritt eben dieser Realitätsverlust auf. Über die manische Phase und die Hypomanie haben wir eben schon gesprochen, haben Sie noch kurz erwähnt. Was passiert denn aber in der depressiven Phase? Sind das dann so die typischen Depressionen, wie man sie auch kennt? Der Begriff ist ja etwas verbreiteter, da können mehr Leute was mit anfangen. Also tatsächlich sind die depressiven Phasen vielleicht, wie man sie so der Beschreibung nach auch kennt, relativ ähnlich. Das heißt, die Stimmung ist betroffen, die Menschen fühlen sich traurig, niedergeschlagen, deprimiert, ängstlich. Das Antriebsverhalten ist verändert. Sie haben keine Motivation, aus dem Bett zu kommen, aus dem Haus zu gehen, zur Arbeit zu gehen, sich sozialen Kontakten zu widmen. Sie schlafen häufig schlecht, aber in dem Sinne, dass sie eigentlich schlafen wollen, müde, erschöpft sind, es aber nicht können. Sie schlafen schlecht ein, Grübeleien halten sie vielleicht wach, aber auch das sogenannte die Durchschlafstörung treten ein. Sie werden immer wieder während der Nacht wach oder sind dann letztendlich um 4 Uhr mitten am Morgen oder der Nacht wach und können nicht mehr einschlafen. Also auch Schlafveränderungen, vegetative Veränderungen treten ein. Ja, aber vor allen Dingen das führende Symptom ist schon die Stimmungswahrnehmung, also die schlechte, traurige, depressive Stimmung. In welcher Geschwindigkeit wechseln sich denn diese Phasen unter Umständen ab? Das würde mich mal interessieren. Also, oder tauchen diese Phasen vielleicht tatsächlich auch manchmal parallel auf, so direkt von der einen Phase in die andere? Tatsächlich gibt es Menschen, die im Laufe ihres Lebens 3-4 Phasen haben, also wenig Phasen. Es gibt Menschen, die haben sehr viel mehr Phasen und es gibt auch Menschen, die fast gar keine Eutymen, also stimmungsneutralen Phasen kennen. Das ist also sehr unterschiedlich auch. Die Phasen können ineinander übergehen, das haben Sie angesprochen. Das heißt, jemand, der manisch war, behandelt wird beispielsweise, kann sehr wohl in die Normalität und dann in die Depression abrauschen. Ein Risiko, was immer sozusagen besteht, was der Psychiater immer im Auge behalten muss, dass er die Krankheitsepisode, die er gerade behandelt hat, auch weiter verfolgen muss in der Angst, das könnte die darauffolgende Phase sozusagen kommen. Aber es gibt auch, das hatten Sie gerade angesprochen, die Mischphasen, also sogenannte Mischzustände, wo tatsächlich manische Symptome und auch depressive Symptome gleichzeitig auftreten.
Also die Menschen sind rastlos, unruhig, angetrieben und gleichzeitig traurig, niedergeschlagen. Ja? Manchmal sind das so die Übergangszeiten, manchmal sind es aber auch primäre Zustandsbilder. Ich stelle mir das so schwer vor, auch für Sie als Experten das zu diagnostizieren, weil zum Beispiel sagten Sie eben, es gibt Menschen, die haben in ihrem ganzen Leben nur 3-4 Phasen, da müssen ja solche Abstände dazwischen liegen. Wie kommt man denn den bipolaren Störungen überhaupt auf die Spur, diagnostisch gesehen jetzt? Ja, also zuallererst muss man es erfragen. Gibt es auch neben der Depression, das sind ja so die häufigen Episoden, mit denen die Patienten zum Arzt gehen oder auch ins Krankenhaus kommen, man muss es ja fragen, gibt es auch andere Phasen, ja, was man als Arzt häufig nicht macht? Dann ist es sehr wichtig, dass man auch die Angehörigen mit ins Boot holt, weil die das manchmal viel besser berichten können, gerade weil die hypomanischen oder manischen Phasen von den Patienten selber gar nicht als Krankheitsphase empfunden werden. Mhm. Wenn man die Angehörigen fragt, dann ist das für die manchmal völlig klar, natürlich, damals und so. Dann können die wunderbar berichten, was damals passiert ist, dass die Stimmung ihres Angehörigen plötzlich ganz anders war. Das sind so die Sachen, auf die Sie achten und mit denen Sie dann auch wirklich dann meist auf die richtige Spur gelockt werden? Ja, es gibt noch so ein paar weiche Symptome, die eine Rolle spielen. Das sind Symptome wie das Erkrankungsalter. Die bipolaren Patienten erkranken häufig früher als die Normaldepressiven, so würde ich mal sagen. Erkrankung, der Ersterkrankungsgipfel liegt so um das 25. Lebensjahr bei den anderen Depressionen eher später, so um das 40. Wir haben eine viel höhere Komorbidität, das heißt andere psychiatrische Erkrankungen, die auch vorkommen bei diesen bipolaren Patienten. Das sind Angststörungen, Zwangsstörungen, Suchterkrankungen. Also viel häufiger, also komplexe psychiatrische Krankheitsbilder. Ich habe gelesen in meiner Vorrecherche, dass aber doch sehr, sehr viele Betroffene unter Umständen jahrelang brauchen, von Arzt zu Arzt rennen, nicht wissen, was mit ihnen los ist, bis dann jemand doch letztendlich die korrekte Diagnose stellt. Wieso ist das so, wenn es doch letztendlich Faktoren gibt, relativ einfach umzusetzende Faktoren, mit denen man dann doch den richtigen Weg finden würde? Das liegt zum einen daran, dass eben Patienten häufig mit 3-4 depressiven Episoden die Krankheit beginnen. Und ich noch keinen Hinweis darauf habe, dass eine Manie oder so folgt und eine Bipolarstörung erfolgt. Okay, und die gab es noch gar nicht. Die gab es noch gar nicht. Okay. Das ist ein Kriterium, was häufig dazu führt. Auf der anderen Seite haben wir diese psychotischen Manien, also die schweren manischen Zustandsbilder, die haben in ihrer Dimension, also in ihrer Symptomausprägung häufig ein sehr buntes, fulminantes, schweres psychisches Bild, dass man es auch verwechseln kann mit anderen Psychosen, schizophrenen Psychosen oder sogenannten schizoaffektiven Psychosen. Sodass wir diese akuten Zustandsbilder häufig anders werten, würde man aber sich die Mühe machen, was zugegeben häufig schwer ist, sich den Verlauf anzugucken, würde man darauf kommen, dass hier auch depressive Phasen vorlagen im Laufe des Lebens und würde eher die Diagnose der bipolaren Störung diagnostizieren. Was ist die Konsequenz aus dieser Schwierigkeit? Also was passiert unter Umständen mit Betroffenen, wenn sie jahrelang unter der Erkrankung leiden und es nicht korrekt behandelt werden kann? Das Problem ist, dass die Patienten vor allen Dingen an ihren Stimmungsschwankungen leiden. Ja? Das heißt, nicht nur die Krankheitsphasen, Depression und Manie, sondern auch im Intervall, also wenn diese schweren Krankheitsphasen nicht vorliegen, häufig auch stark unter Stimmungsschwankungen leiden. Das heißt, wir müssen anders behandeln. Wir müssen vor allen Dingen die Stimmung stabilisieren bei diesen Patienten. Bei den normalen unipolaren Depressionen geben wir häufig gerne Antidepressiva zur Behandlung, auch zur längerfristigen Behandlung. Dieses kann aber bei bipolaren Patienten dazu führen, dass die Erkrankung verschlechtert wird. Und zwar dadurch, dass das Antidepressivum häufig die Stimmungsschwankungen, vor allen Dingen nach oben, in die hypomanische Phase, unterstützt und triggern kann. Ja? Sodass hier eine grundsätzlich andere Vorgehensweise dem Psychiater sozusagen der Psychiater durchführen muss, also Stimmungsstabilisierung ist das Stichwort mit sogenannten Stimmungsstabilisierern und nicht so sehr mit antidepressiv wirksamen Medikamenten. Und wenn man das fälschlicherweise macht, kann es eben dazu führen, dass man die Krankheit durch die eigentlich ja gut gewollte Medikation verschlechtert. Deswegen ist es so wichtig, dass man im Grunde die Diagnose früh stellt und die Behandlung richtig beginnt. Können Sie uns dann der Vollständigkeit halber noch einmal erzählen, wie die korrekte und ganzheitliche Therapie am besten aussehen sollte? Wichtig ist immer frühe Diagnosestellung, Behandlung der akuten Phase. Daran schließt sich immer eine sogenannte Stabilisierungsphase an. Also wenn sozusagen die Akutsymptome weg sind,
dann darf man nicht die Behandlung abbrechen, sondern muss man die medikamentöse Behandlung weiterführen. Mhm. Und in aller Regel ist es so, dass bei den bipolaren Störungen die Patienten eine lebenslange sogenannte Rezidivprophylaxe erhalten müssen. Das heißt, ein Medikament, was sie auch in den gesunden Phasen weiternehmen müssen, damit die Krankheit nicht wieder ausbricht. Mhm. Das ist sozusagen der medikamentöse Teil. Der andere Teil ist sicher, dass psychotherapeutische Interventionen, Psychoedukation, also das Lernen, mit der Krankheit zu leben und umzugehen und auch Frühzeichen der Erkrankung zu bemerken und entsprechend sich auch zu verhalten, natürlich ganz wichtige Bausteine auch in der Therapie sind, sodass wir im Grunde immer eine Kombination empfehlen aus einer medikamentösen Therapie und einer Psychotherapie. Was ist Ihr Behandlungsziel? Weil wenn Sie gesagt haben, man muss unter Umständen bis an sein Lebensende Medikamente nehmen, dass eben keine Rückfälle kommen, dann bedeutet das ja, dass zumindest etwas in einem lodert, was die bipolare Störung angeht, dass sie irgendwie nie ganz verschwindet, oder? Ja, im Grunde genommen muss man davon ausgehen, dass die allermeisten Krankheitsverläufe doch chronische Verläufe sind, sodass eine lebenslange letztendlich Behandlung erforderlich ist. Und Ihr Ziel ist dann aber mit der korrekten Therapie eben den Menschen ein normales, ein uneingeschränktes, beschwerdefreies Leben als ganz normaler Mensch sozusagen zu ermöglichen? Genau, das wäre das Ziel. Mhm. Sicherlich nicht immer erreichbar, aber in vielen Fällen. Nicht immer erreichbar, dann zum Beispiel, wenn einfach die Störung zu schwer ist? Oder wie sind da die Kriterien? Ja, genau. Also es gibt eben Verlaufsformen, wo man sagen muss, dass die Episoden, die auftreten, sehr schwer sind, dass die Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben, nicht zur vollständigen Genesung führen, wo sich auch Symptome chronifizieren können. Bei solchen Verläufen ist es schwer, die Patienten über sehr viele Jahre trotz geeigneter Therapieangebote im normalen Lebensspektrum zu halten. Das kann durchaus auch schwierig werden da. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sarkar, für Ihren Besuch hier bei uns. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung für heute. Ich hoffe, Sie konnten sehr, sehr wichtige und vielleicht auch erste richtige Informationen von uns bekommen, was die Therapie, was die richtigen Anlaufstellen bei bipolaren Störungen angeht. Das Asklepios Westklinikum Hamburg ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und wenn Sie möchten, suchen Sie den Weg und finden Sie den Weg hierhin. Hier kann Ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Vielleicht sehen wir uns bald zu einem anderen Thema wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und sage auf Wiedersehen.